Guten Tag und willkommen zurück hier bei Cuphead. Wir beginnen genau da, wo wir aufgehört haben, und zwar am Shop. Jetzt muss ich kurz schauen. Mit ihm haben wir schon geredet. Ach ja, guck mal. Hier unten ist noch ein Level. Lass uns den doch direkt machen. Wie heißt der Level? Ach Mann, ey. Dass ich da jetzt nicht geschaut habe. Ach dumm. Egal. LT, wo ist das? Ah, okay, hier. Ah, crap. Ja, ich stelle mich ziemlich dumm an. Aber das wird schon. Einfach wieder erstmal ein bisschen reinfinden in den Boss. Einfach ein bisschen schauen, wie der funktioniert. Und dann kriegen wir es hin. Okay, es ist aber schon die zweite Phase. Ich weiß jetzt gar nicht. Teilen die sich ihr Leben? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir sollten dann auch mal zur Kartätsche wechseln. Was passiert jetzt? Okay. Sehr gut. Hier können wir keinen Damage machen in der Form. Super. Und jetzt müssen wir an den Dingen drehen, müssen irgendwas auswählen. Ah ja, okay. Die Phase wirkt echt easy. Und wir kommen echt gut durch. Was ist das? Ach, komm schon, Mann. Also wir sind echt gut durchgekommen dafür, dass ich mich zweimal direkt treffen lassen habe. In der ersten Phase. Krass. Aber gut. Na, hau ab. Das ist halt Cuphead, ne? Das ist halt Cuphead. Und da muss man sich tatsächlich ducken. Nein. Oh mein Gott. Als ob. Na, komm schon, Mann. Ja, komm. Komm rüber. Jetzt in die zweite Phase. Kriegen wir aber wieder hin. Ich glaube, das sollte genau dasselbe sein. Da muss man einfach zuschauen, zusehen. Zuschauen. Da muss man einfach zusehen, dass man hier ganz in der Mitte ist. Und dann kann man auch frühzeitig reagieren. Ja, komm, mach hinne. Achso, und wenn wir die Chance dazu haben, sollte ich lieber die Kartätsche nehmen. Muss ich echt ein bisschen drauf achten. Das Spielchen schon wieder, okay. Und ich bin zu blöd dafür. Aber Moment mal. Aber und wie ich zu blöd dafür bin. Oh, ich muss auch meinen Dash öfter benutzen. Ich muss unbedingt meinen Dash öfter benutzen. Hallo? Hä? Warum? Ach Mann, ey, komm schon. Das ist doch Kacke. Mann, wie ich das nicht hinbekomme. Wie ich zu blöd dafür bin. Was soll das denn? So. Zack. Da kriegen wir es hin. Sehr schön. Wunderbar. Hier die Viecher einfach mit der Kartätsche wegmachen. Die hat eine größere Reichweite. Beziehungsweise eine breitere Fläche, wo sie treffen kann. Nicht eine größere Reichweite. Ihr wisst, was ich meine. Oh. Und damit können wir die Viecher dann ziemlich easy wegmachen. Ich muss viel öfter meinen Dash benutzen. Ich habe noch das so in meinem Kopf, dass man
einen normalen Dash ausführt. Aber nein, wir werden ja unsichtbar währenddessen. Okay, jetzt können wir wieder nicht treffen. Das heißt, wir sollten ein bisschen Abstand nehmen, weil da jetzt die Münzen rausgeflogen kommen. Genau so ist es. Und das ist, glaube ich, die schwerste Phase. Ah, nee. Nee. Ist es nicht. Stimmt. Man darf es sich nicht schwer machen. Also sie kann schwer sein, aber nur, wenn man versucht, immer nur zu einem zu springen. Man muss mehrere hintereinander nehmen. Scheiße. Okay. Und durchdashen funktioniert auch nicht so gut. Das wollte ich jetzt einmal probieren. Das funktioniert halt nicht. Hä? Ich habe versucht, den Ultra-Angriff zu benutzen, aber... Ach, wir haben ja noch gar keinen... Oh, bin ich dumm. Wir haben ja noch keinen Super-Angriff. Also in den ganz krassen, meine ich. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, lasst uns den direkt holen. Soul Contract. Ribby und Quack. Nice. Drama im Nepp-Lokal. Okay. Den Namen wollte ich aber noch wissen. Kommt, Leute, dann lasst uns direkt hier die Superkraft holen. Aber zuerst reden wir noch mit dem Fisch. Verschwindet, Geister! Oh, Moment. Ihr seid echt. Warum wird das angezeigt? Ich hab das doch ausgestellt, Mann. Steam. Okay. Wollt ihr euch gerade mit der Parade angreifen? So wird man nämlich mit den Geistern hier fertig. Nur Hohlköpfe schießen auf Sachen, die gar nicht da sind. Wo wir gerade bei Fehl am Platz sind, würdet ihr bitte verschwinden? Ihr verschreckt die Fische. Also, der Fisch geht angeln. Ja, okay. interessant. Mausoleum 1. Let's go. Here comes a spooky bunch. Oh. Das bringt, glaube ich, nichts zu schießen. Aber es ist halt automatisch drin. Das Schießen macht man halt automatisch irgendwann. Hier übrigens das Mausoleum. Zumindest... Oh, das war richtig knapp, weil ich stylisch sein wollte mit der Rauchbombe. Das Mausoleum ist übrigens so der beste Platz, um dieses 5 Parries Achievement zu bekommen. Ich glaube, es waren 5. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, es müssen 5 sein. Ich glaube, ich habe das noch nicht. Also können es keine 3 zumindest schon mal sein. Oh, das war schon, okay. Zumindest beim Mausoleum 3 kann man das Achievement ziemlich easy holen. Weil, ja, da kommen halt ziemlich viele Geister und dann kann man einfach immer auf die Geister draufspringen und sich so dann die 5 Parries hintereinander holen. Jo. Mann, oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich euch für meine Befreiung danken soll. Wo sind bloß meine Manieren? Ich habe mich ja nicht mal vorgestellt. Ich bin der legendäre Kelch. Schön, euch kennenzulernen. Ich wurde auf der Suche nach Magie von diesen Geistern eingesperrt. Wo wir gerade von Magie sprechen. Bitte nehmt dieses Geschenk, es wird euch helfen. Auf der Tintenfassinsel gibt es noch mehr Mausoleen. Frage mich... Hä? Was fragst du dich? Hä? Habe ich das gerade... Habe ich das gerade falsch vorgelesen? Ach, egal. Du hast ein neues Super freigeschaltet. Meine Güte, nicht vergessen, dass Superkünste vor dem Einsatz erst im Menü ausgerüstet werden müssen. Jo. Und hier. Hier haben wir sie. Die Superkunst 1. Einen Moment. So. Sorry. Ein fieser Angriff schießt aus deinem Kopf. Nur horizontal, Boden oder Luft.
Hm? Wie Boden oder Luft? Ach so, wenn man am Boden oder in der Luft ist. Okay, okay. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass er nur horizontal ist. Wie es da auch steht. Nur ich dachte so, okay, Boden heißt dann, dass man auch nach unten schießen kann. Und Luft heißt, dass man nach oben schießen kann. Aber nein, es heißt, dass man am Boden oder in der Luft sein kann. Und dass es halt in beiden Fällen funktioniert. Okay. So, dann würde ich sagen, lass uns mal hier oben vorbeischauen. Ach ja, stimmt. Ich habe mich gerade gefragt, ob das zwei Bosse sind, aber nein, das sind keine zwei Bosse. Hier ist nämlich ein Tutorial. Wie bitte? Ihr wollt auch mal mit dem Flugzeug fliegen? Ha! Ihr kommt erst ins Cockpit, wenn ihr diese Baupläne studiert habt. Und macht diese Axt irgendwas? Nö, okay. Und hier sind dann die Flugzeugbaupläne, was ein kleines Tutorial zu den Flugzeugen ist. Mit X, Schuss, RB, Spezial. Achso, können wir jetzt nicht. So, jetzt können wir aber. Parry Performance. Hä? Dass ich Parrys ausgeführt habe, oder? Boah, sorry, ey. Keine Ahnung, was los ist. Ja. Ich glaube, dass ich Parrys ausgeführt habe. Mann, ey. Mini wird man genau mit dem Parry. Quatsch, mit dem Dash, nicht mit dem Parry. Parry macht man auch springen und schießen, ganz normal. Und, ja. Da ist die Spezial. Ach so. Hä? Da kann ich auch klein werden? Was machen dann? Okay, ja gut. Okay. Dann werde ich wahrscheinlich... Einen Moment, ich muss mal kurz schauen. Controller. So. Waffe wechseln, sprinten. RT wird bereits verwendet. Ach, das ist stehen bleiben. Ja, komm, stehen bleiben benutze ich sowieso nie. Aber nur zur Sicherheit werde ich mir es auch noch auf einen Controller-Knopf drauflegen. So. Denke, damit soll's gehen. Ich könnte jetzt quasi noch B belegen. Aber egal. Wir haben alles. Lasst uns weitermachen. Und zwar mit einem Boss. Hilda Berg in Gefahr am Himmel. Der Boss wird richtig krass. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ach du Scheiße, Mann. Komm schon. Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ich weiß leider gar nicht mehr, wie die Bosse funktionieren, was sie machen. Aber man muss generell erstmal hier in Cuphead schauen. Was machen die Bosse? Wie ist ihr Kampfschema? Und dann kann man auf die Sachen reagieren. Okay, schön. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass er geschossen hat. Ja, schade. Egal. Hier zu sterben ist nicht schlimm. Und wow, da hätte ich mich fast schon wieder davon treffen lassen. Nee. Und davon auch jetzt nicht. Sehr schön. Okay, geil. Ach, kacke. Da bin ich in das Ding reingeflogen. Direkt in den Angriff rein. Oh Mann, ey. Okay. Komm, schieß nochmal so ein Teil. Und
Die Phase dürfte gleich vorbei sein, wollte ich sagen. Aber wenn ich mich hier dumm treffen lasse die ganze Zeit, dann wird das, glaube ich, nichts. Ja, was ist das denn jetzt? Oh, und die Grünen schießen mehrere Patronen. Oder Kugeln, besser gesagt. Alles klar. Okay, lass uns mal die Bombe benutzen. Da sind wir kurzzeitig unverwundbar. Scheiße. Ah, wir haben es immerhin bis zur Hälfte geschafft. Ey, aber... Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, wenn ich mich so dumm anstelle. Genau so dumm. Oh Mann, ey. Kann man eigentlich, während man in dieser kleinen Form ist... Nein, man kann nicht parryen. Ach komm schon, Mann. Als ob ich da nichts treffe. Was heißt nichts? Gab ja nur einen Parry, aber ja. Ach, guck mal. Es wird noch einer spendiert. Geil. Nein. Das machen wir auch direkt nochmal. Oh Mann, ey. Ja, komm. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange ich hier dran sitze. Vor allem, es ist halt noch mega easy und kann der Typ mal aufhören, Spiele zu starten, Mann. Keine Ahnung, ob ich hier alles zensieren werde. Eigentlich würde ich es gern, aber im Endeffekt ist es auch unnötig. Und, ach, Mann, ey, ich bin gerade mega unkonzentriert. Ich bin gerade mega unkonzentriert. Ich achte viel zu sehr auf diese komischen kleinen Zeppeline. Aber ich muss eigentlich mehr auf Hilda achten, weil sie halt die schnelleren Angriffe ausführt. Diesen Patronen kann man ja noch easy ausweichen, aber wenn sie auf einmal vordasht, dann wird das in den meisten Fällen nichts. Boah, Alter. Okay. Okay, krass. Ich dachte echt, ich werde da nochmal getroffen. Und ich warte, bis sie in die nächste Phase geht. Das muss nicht immer zwingend der Bogenschütze sein. Das kann auch mal, genau, was anderes sein. Boah, Alter, was ist das denn jetzt? Komm, komm. Super Angriff. Schön. Okay, das startet wieder... Dort hinten, das finde ich sehr gut. Okay. Ja, jetzt kriege ich es aber so langsam. Nein, davon lasse ich mich garantiert nicht mehr treffen. Ja. Hau ab. Komm, jetzt nerv nicht. Okay, sehr schön, wunderbar. Oh, die UFOs. Nicht die UFOs, Alter. Bitte nicht die UFOs. Nein. Komm, hau die Angriffe raus. Alter. Okay. Ich hab's geschafft. Holy shit. Ich bin so scheiße in dem Spiel geworden, ey. Holy shit. Ja, nice. Aber das haben wir. Cuphead. Sehr schön. Soul Contract. Hilda Berg. Geil. Und beim nächsten Mal geht's dann hier mit dem Run and Gun Level weiter. Ich freue mich schon drauf und hier können wir auch schon die
Hä? Ah, okay. Was glotzt ihr so? Die Scharte? Ha! Ich kann nichts dafür. Musste die Casino-Schuldner abwehren. Jetzt muss ich sparen, um meine Klinge zu reparieren. Bitte helft mir, jemand muss diesem König Würfel eins auswischen. Okay. Können wir bitte da ran? Nö. Okay, vielleicht müssen wir die Welt erst abschließen und dann können wir die Münze da einsammeln. Aber ihr seht, da ist die Münze. Und die werde ich mir noch holen. Gut. Ach Mann, ey, ich bin mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Parts noch entwickeln wird. Ich hoffe, es wird einfach nur noch besser, dass mein Skill sich verbessert und dass ich wieder so gut werden kann, wie ich mal war. Nun gut, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal bei Cuphead. Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.